Yo! Herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni! Ja, tatsächlich, wir sind wieder zurück und heute wollten wir auch noch ein paar Nebenquests erledigen. Einfach so, weil wir es können. Tja, wo hat nochmal der Typ sein Tagebuch vergessen? Ja, jetzt müssen wir wieder ins Tagebuch bei uns gucken, denn ich habe eine neue Aufnahmesession heute ein bisschen länger. Mal gucken. Das ist sicher nichts. Heimathass, aha. Ah, Auftrag abgeschlossen, okay. Wo haben wir denn das Zeugs? Wie gibt ihr den Osten? Nein, das ist alles nichts. Was wollte die? Ah ja, genau, das ist auch nicht so. Kreuz mit dem Kreuz, das hungrige Lapaka. Da, Suche am Ange... Ach, wo hat das denn nochmal angegeben? Eine glitzernde Waldwiese. Irgendwo westlich. Okay. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Und wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Und die Glitzergrotte müssen ja auch nochmal. Das ist ja ein bisschen so ein verhasster Ort von uns. Aber das kriegen wir schon hin. So. Auf geht's in die Lüfte. Ich komme ja. Ich muss noch kurz was nachgucken. Na gut, dann wollen wir mal. Wo ist Norden? Hier. Westen müsste links sein, oder? Ich verwechsel das immer, aber ich hoffe mal, das stimmt jetzt nicht, dass wir irgendwie rumfliegen jetzt hier umsonst. Was ist denn da oben? Das wird nicht das Tagebuch sein, aber vielleicht ist es ja auch was Interessantes. Eine Schneeflocke. Ja, wieso auch nicht? Auf einer glitzernden Wiese. Wie sollen wir das denn erkennen? Was ist denn hier eine glitzernde Wiese? Das da unten glitzert? Könnte es das hier sein? Wobei, da glitzert es auch. Es ist schwer zu erkennen, was jetzt hier eine Wiese sein soll. Ist nicht auf einer Waldlichtung? Kann das sein? Jetzt bin ich mir nicht mal sicher. Ist ja doof. So, hier haben wir Julheim. Hier wird es ja wohl kaum sein. Nee, 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 nee. Oder? Hat er das gemeint? Hat doch nicht den See gemeint, oder? Das hätte er ja schon gemerkt, wenn der See zugefroren gewesen wäre. Nee, 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 nee. Ach, wir fragen ihn einfach nachher nochmal. Ich gehe zuerst in die Glitzergrotte. Glitzergrotte. Grotti, Grotti, Grotti. Hier haben wir sie. Da steckt ja irgendwie ein Junge fest. Glaube ich zumindest, wenn ich mich noch so recht erinnere. Vielleicht weiß der was. Seid gegrüßt. Der Dorfälteste hat mir gesagt, dass ich euch hineinlassen. Ja, das wissen wir bereits. Wir hätten gerne gewusst, was mit dem Jungen ist. Okay, wir werden schon selbst hier herausfinden. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gucken wir mal. Huch. Was haben wir denn? Nein. Nein. Nein, nein. Ein Tomtejunge wird vermisst. Es scheint, dass er in der Glitzergrotte seinen Mut auf die Probe stellen wollte. Okay, steht nicht wo. Das ist natürlich doof. Jetzt müssen wir die ganze Grotte durchsuchen. Komm nur her. Wir haben jetzt die ganze Macht von Morgenstern. Ich denke nicht, dass ihr uns noch irgendwas hier entgegenhalten könnt. Ritze, Ritze. Bam. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, ich konnte nicht verteidigen, Mist. Das hat ja ganz schön viel abgenommen. Oh, jetzt machen sie uns fertig. Au. Müssen wir ein bisschen heilen. Esther heilt uns gerade, dann heilen wir mal Esther. So, der Fakir ist weg. Sven wird auch mal geheilt.
Das ist ja kein Problem. So, Totoro. Dann wollen wir mal. Bams. Und da ist er auch schon weg. Und jetzt alle gegen den Sasquatch. Los geht's. Volle Power, Leute. So muss das sein. Genau. Zack. Magie gleich wieder mitgenommen. Wunderbar. Eine Bar. Wo ist eine Bar? Brauchen wir was zu trinken? Halt die Klappe. Du kannst jetzt nicht während dem LP saufen. Das geht nicht. Typisch, typisch. Mein Ego, ich. Okay, das ist der Typ, der mir einfach sagt, dass es irgendwas gibt. Hallo, willkommen. Wir begrüßen euch mit einem Hitzeritzer. Bam, 80, geil. So. Leider habe ich mich nicht verteidigen können, aber den Rest hat, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert. Oh, da kommt schon der Nächste. Da konnte ich natürlich nicht verteidigen. Ach doch, jetzt waren es hier eine Verteidigung. Sehr gut. Machen wir mal einen allgemeinen Angriff, während ich schnell ein bisschen heile. Ein bisschen mich heile. Zack. Ich glaube, durch die Höhle kommen wir jetzt mittlerweile auch ganz gut, würde ich sagen. Klar, nicht perfekt, aber immerhin. Ist auch nicht so, dass wir nicht perfekt durch die Höhle kommen. Also auf ganz normalen Stand schaffen wir das jetzt eigentlich. Wenn wir es nicht gerade auf die leichte Schulter nehmen. Du hast mir meine Magie geklaut. Mensch, über Renike, das war meine Magie. Jetzt will ich nicht mehr. So, was hast du nochmal gesagt? Hä? Auch wenn ihr nach unten geht, kein Durchgang. Der Weg wurde zerstört von jemandem. Es sieht so aus. Aber ihr wollt trotzdem weitergehen, ja? Wenn ihr darauf besteht, gehen hier durch. Immer geradeaus. Ja, ach so, das war der, der uns da das hier gesagt hat. Könnte das da? Ah ja, das muss der Top-Tier-Junge sein. Ganz eindeutig. Das hat man gut gesehen. Er hat sich gefürchtet. Na, dann wollen wir mal. Vielleicht schaffen wir... Nein, schaffen wir nicht. Egal, das kriegen wir auch so hin. Ja, kratz dich nur, solange du noch kannst. Denn als erstes gibt es jetzt einen Hitzeritzer. Und der macht direkt tierischer Lärm, das war doch so klar. Aber der ist gar nicht mehr so stark. Bam! Schön, Totoro, geil. So muss das laufen. Denn die frostige Fürstin Nummer A ist schon mal weg. Und jetzt greifen wir die zweite an. Die wird uns auch nicht entkommen. So sieht's nämlich aus. Allgemeiner Angriff gegen die frostige Fürstin. Haut sie weg. Haut sie aus den Latschen. So. Und jetzt noch der Sasquatch. Ah, nee, Gunther. Die wollte ich. Aber okay. Und tschüss. Das meine ist meine Kugel. Ja. Leben zurückgeholt. Alles. Logo. Und neue Stufen. Totoro ist langsam auch wieder oben mit dabei. Langsam, aber sicher. Kommen wir der Sache schon näher. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hinunter, oder? Bin ich jetzt richtig? Nein, warte mal. Wo habe ich den jetzt gesehen? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Wir standen da drüben. Ach nee, der war da unten, oder? Ich bin falsch, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich bin falsch. Ich bin falsch gelaufen. Mist! Ha! Der kommt nicht mal hier hoch. Wir stehen über dir! Oder über euch. Wie auch immer. Na los, Olli. Ups, verteidigen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht. Ups, das war vielleicht jetzt auch nicht so gut. Ich dachte, der macht tierischer Lärm. War nichts. Versuche dein Glück. Ja, das kostet ziemlich viel. Wollen wir nicht. Wir machen mal so einen Lichtpfeil. So. Ein geschwächt. Ja, bist zu spät abgewehrt, aber okay. Ah, nee. Sie haben es sogar noch geschafft. Sehr schön. Gebt auf. Okay, du gibst nicht auf. Macht uns doch nichts aus. Okay, Esther... Vielleicht doch ein bisschen. Ich halte dich mal, Esther.
So, unser Angriff geht weiter. Oh, der ist gleich weg. Allgemein Angriff. Los geht's, Oroku. Greif an. Hau ihn. Schön. Na, gibt dir noch was frei? Nein. Ja, okay, nein, denn. Was das auch immer heißen mag. Mondkristall, cool. Und Natori ist auch mal aufgestiegen. Schön. So, wir müssen nämlich hier hinunter. Ja, komm. Ich mach mir auch noch platt. Ist kein Problem. Oder euch. Bist du bereit, Totoro? Ritze, Ritze. Bam. Leider konnten wir damit seinen tierischen Lärm nicht abwenden. Schade. Hätte ja klappen können, war aber nix. So, der ist weg. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Magie. Ich hoffe, das schaffen wir dann trotzdem im nächsten Kampf. Oh oh. Könnte natürlich problematisch werden. Naja, vielleicht gebe ich mir dann noch einen Kaffee. So, und... Oh, guck mal. Gib her! Nein, jetzt hat ihn über Renike gekriegt. Dann setz ihn auch ein. Ja, dann setz ihn halt nicht ein. Hast du schon die goldene Kugel und setz ihn nicht mal ein? Schön. Also das gibt heute auf jeden Fall auch wieder eine kleine Überlängenfolge. Damit wir nicht nur eine Nebenquest absolvieren. Müssen wir mal gucken. Ah, vielleicht den Cappuccino. Oder vielleicht doch nur ein starker Kaffee. Es reicht eigentlich. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hochheilen. Jo. Den Rest behalten wir. Und wir kommen, kleiner Kerl. Wir kommen und retten dich. Verdammt, schau dir das mal an, Olli. Der arme Tomte hier sitzt echt im Schlamassel. Du hast recht. Wir müssen ihm helfen. Zeigen wir dem Monster, wo der Hammer hängt. Bist du bereit, Olli? Aber sowas von. So gefällt mir das. Gib ihm ordentlich eins auf die Mütze. Ja, wollte schon sagen, du machst ja hier eigentlich sehr wenig. Das heißt, wir müssen ihm ein Kloppen gehen. Oh oh, Frostfakire und noch nicht mal so wenige. Auf jeden Fall zuerst die Frostfakire ausschalten. Ah, okay, die haben Feuerschleuder. Wow, zum Glück wehre ich gerade alles ab. Okay, sie sind stark. Sie sind sehr stark. Ich muss mit Olli im Hintergrund bleiben. Und mehr abwehren und heilen. Das ist jetzt Ollis Aufgabe, während die anderen angreifen. Wir brauchen wieder diese Taktik, um das hier zu schaffen. Ein Wasseroger, na guck dir mal das an. Ihr greift an, ich kümmere mich hier um den Rest. Ah, der Wasseroge greift mich an. Hilf mir, Sven. Tu doch was. Haut diesen Frostfark hier mal zu Klump da. Vielleicht kann ich euch helfen mit einem Lichtpfeil. Ist nicht so toll. Ich brauche doch einen Proviant. Ich glaube, ich nehme doch den Cappuccino. Es wird ein bisschen ein härterer Kampf als gedacht. Okay, der Heiler steht schon bereit hier und geheilt. Macht weiter, ich heile euch. Habt keine Angst. Ich kümmere mich um euch. Der eine Frostfark hier ist fast weg. Kommt schon, Leute. Ist nichts da. Ah, lasst mich in Ruhe. Nicht mich angreifen, greift die anderen an. Greift weiter den Frostfark hier an. Dann habt ihr ihn gleich. Ihr schafft das, Leute, ihr schafft das. Vielleicht kann ich euch nochmal helfen mit einer Schockwelle oder so. Bam, 74. Haut ihn zu Klump, der kleine Frostpack hier. Ah, nicht mit mir. So geht das aber nicht, Freunde. Oh, Esther. Ist gleich geheilt. Habt ihr ihn? Ihr habt ihn noch gleich, den ersten. Kommt schon. Leute, nicht aufgeben hier. Kloppt den ersten. Ja. Jetzt sind es nur noch zwei. Naja, mit dem Ogre sind es drei. Aber greift einfach an.
irgendjemand. So, auch bei dem helfe ich euch kurz mal. Eine Schockwelle. Oh, Esther, 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 nicht sterben, nicht sterben, bitte. So, macht allgemeinen Angriff. Ich heile dich gleich nochmal, Esther. Keine Angst. Ich hab's noch gesehen. Also ist alles in Butter. In ranziger Butter. Ihr macht das gut, ihr macht das gut, Jungs. Es dauert ein bisschen, aber diese Taktik funktioniert sehr gut. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich nur den Heiler spiele, aber es ist auf jeden Fall sicherer. Das muss man ihr mal dazu sagen. Hilfe, der Frostwag hier greift mich an. Tröpfchen, hüpft nicht so blöd rum. Cheerleader. Hahaha, das war nix. Seht ihr, der Frostwag hier Nummer 2 ist auch schon mal down. So muss das laufen, Leute. Ich bin stolz auf euch. Langsam entwickeln wir uns zu einem guten Team. Nach nur 105 oder 6 Folgen oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir überhaupt sind. Es sind auf jeden Fall schon ziemlich viele. So, macht den zweiten Frostwag hier fertig. Kommt schon, Leute. Was kriegt ihr hin? Ich weiß es doch. Ich habe Vertrauen in euch. Gunther, los. Gib dein Bestes. Ah, der Frostwag hier. Au. Der macht aber schon ganz schön Schaden. So, hier. Gleich mal wieder ein bisschen heilen. Gleich nochmal. Ah, der Wasseroger kommt auf. Helf mir. Ja, ich habe jetzt heilende Hand. Stimmt, die habe ich völlig vergessen. Wow, das war zu spät. Wie viel bringt das denn? Ah, es braucht aber 18. Gänzlich dafür. Naja, aber ich glaube, die linde Hand tut es eigentlich schon für diesen Kampf. Wobei uns da langsam das ganze Zeugs ausgeht. Wir haben bald keine Magie mehr. Also mach mal hinne. Schaltet den zweiten aus. Los. Jetzt. Jetzt oder nie. Schön, der zweite ist weg. Kommt noch ein Frostwag hier und ein Wasseroger. Esther, halte aus. Hier, für dich. Ihr macht das schon, Leute. Ihr macht das. Wen greift ihr als nächstes an? Oh, den Wasseroger wollt ihr. Ob das so eine gute Idee ist? Naja, das sei euch überlassen. Liebe Freunde, ich kann hier mal versuchen, irgendwie Lichtpfeil. Ich weiß aber nicht, wie viel das bringt. 92 ist nicht so gut. Leider brauche ich jetzt den zweiten starken Kaffee. Tut mir leid. Sven ist fast tot. Sven ist fast tot. Nein, stirbt nicht, Sven. Ist ein Sandwich. Schnell. Knappe Sache. Aber wir haben es hingekriegt. Oh, Steinwurf. Bam. Abgewehrt. Nein, Feuerschleuder. Ah. Au. Muss ich mich erstmal wieder heilen. Greift einfach weiter an. Greift an. Geheilt. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist, von euch den Ogre anzugreifen. Den Frostwag ja anzugreifen wäre jetzt vielleicht besser gewesen. Aber okay. Wenn ihr meint, das ist gut, dann wird das schon stimmen. Wow, nein. Der hat also Schneesturm, der Mistkerl. Mist. Das tut natürlich weh. Und das heißt, dass wir jetzt ein Sandwich benutzen müssen. Um hier wieder ein bisschen voll zu tanken. Sven hingegen reicht das hier. Und weiter geht's mit dem allgemeinen Angriff. Ach, lass mich doch. Ich will jetzt keine Wasserbombe. Au, hör doch auf mich zu kloppen. Böses Vieh. Nein, Esther ist schon wieder fast tot. Wow, jetzt wird's hart. Jetzt wollen die nochmal alles wissen hier. Komm, ist ein Sandwich. Nein, er greift mich an. Oh, er hat mich verfehlt. Huiuiuiui. Jetzt müssen wir aber ganz schön auf der Hut sein. Ja, die machen dem auch nur einen Schaden. Oder zwei. Das ist natürlich viel zu wenig. Scheiße. Esther, nein, stirb nicht. Es wäre besser, wenn ihr den Dings angreift. Hier greift lieber den Frostwag hier an, Leute. Greift den Frostwag hier an, nicht den Ogre. Greift bitte den Frostwag hier an. Wir müssen zuerst mal den loswerden. Dann kann ich euch nämlich auch ein bisschen helfen mit dem Ogre.
Nein! Au! Es wird doch nicht ganz so leicht wie gedacht. Oh, Magie. Nein, die Magie ist schon wieder weg. Tja, jetzt haben wir arge Probleme. Jetzt habe ich dann gleich keinen Dings mehr. Ich kann... Oh, okay. Geheimmittel. Tut mir leid, muss ich verwenden. Bam! Wir wollen ja schließlich das hier schaffen. Es wird doch noch eine längere Überfolge als gedacht. Also eine längere Überlängenfolge. Mist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt da mit so einem harten Kampf kommen. Soll ich das mal hier versuchen? Will mal schauen, was das hier ist. Ernsthaft? Ich habe 20 Magie bezahlt, damit ich beiden Charakteren einen Schaden mache. Das will ich nochmal versuchen. Das war jetzt kein Glück. Probieren wir es nochmal. Okay, Glückssache ist völlig daneben und scheiße. Also das ist, naja. Oder wir haben einfach kein Glück. Bam, 94, naja. Könnte besser sein. Wir helfen euch, oder besser gesagt, ich helfe euch. Schockwelle, bam! Greift den Frostfakir an, Leute, greift ihn an. Los, damit wir uns nachher zusammen um den Oger kümmern können. Als ein Team! Ein Team, das alles schaffen kann. Könnten wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Den habe ich auch schon oft gebracht. Au, 40. 40 ist nicht nett. Hilfe, wieso gehen alle auf mich? Und eine Schockwelle. Ich helfe euch nochmal. Bam, 73 wieder weg. Wecke, zecke, zecke, wecke, 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 zecke. Kommt schon Leute, nicht aufgeben! Wir haben ihn fast! Eins, das war ein... Was? Ein Schaden? Das ist ja gar nichts. Leute, was macht ihr denn? Muss ich euch helfen? Nein, ich will nicht den angreifen. Ich kann auch Feuerschleuder. Guck mal, du blöder Frostpark hier. Bam, 19, naja. Ist jetzt auch nicht so überragend. Das scheint der stärkste Frostpark hier zu sein hier. Greift an, Leute. Wir haben noch ein bisschen Magie übrig. Um gleich mal Esther zu heilen. Ja, ich heile jetzt dich, Esther. Die Feuerschleuder ist mir egal. So sehr mag ich dich, Esther. Dass ich mich fast opfere für dich. Ich würde mich wahrscheinlich auch opfern für dich. So, kommt schon, Leute. Ihr habt ihn fast. Ich setze nochmal eine Schockwelle drauf. Ausnahmsweise. Jetzt haben wir ihn wirklich fast. Kommt Leute, macht ihn platt. Der Frostfakir hier kann wirklich nicht mehr lange durchhalten. Ihr schafft es, ihr schafft es! Ein, zwei Schläge, drei Schläge, vier Schläge. Kommt schon Leute, Oroku. Klopp ihn doch mal. Nicht Fehlschlag, du sollst ihn kloppen. Ja, endlich. So, jetzt. Gemeinsam treten wir gegen den Oger an. Los geht's, haut alles raus. Hitze, Ritze kann ich nicht mehr. Ha, vielleicht hilft das. Okay, das war gar nichts. Haben wir wohl leider verfehlt. Hilfe! Wir müssen ihn zusammen angreifen. Au, 29, das tut weh. 3, 4, 3, kommt schon, Leute, helft mir mit. Ah, ich muss mich zurückziehen, ich brauche ein Sandwich. So sieht's nämlich aus. Gleich weiter angreifen wir. Bam, 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 bam. Wir schaffen das. Allgemeiner Angriff. Ich ziehe mich zurück, heile mich kurz. Und stürze mich gleich wieder in den Kampf. Los geht's zu Toro. Kein Fehlschlag hier erlauben. Das geht nicht. Au, der macht uns schon platt. Oh, goldene Kugel. Goldene Kugel. Los, Olli. Schnapp sie dir. Ja. Na. Hast du schon mal Bekanntschaft gemacht mit unserem guten alten Flammherz? Na, ich glaube nicht. Na dann, viel Spaß mit dem Flammherz! Oh yeah, 554 oder 94? Na, ist ja auch egal. War schon wieder weg. Aber es hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Ah, jetzt hier. Volle Röhre hier. Komm schon.
Der hält nicht mehr lange durch. Kleiner Weichling. Oh, schön. Schön, Gunther. Sehr schön sogar. Bin stolz auf dich. Allgemeiner Angriff. Guck mal, er ist ganz müde. Er kann mal nicht mehr. Er ist fertig. Wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Oh, leben. Leben. Leben, 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 leben. Zurück. In der Hand. Allgemeiner Angriff. Zack, zack, zack. Das geht hier. Schlag auf Schlag. Au. Das tat weh, du blöder Oger. Und wieder zurückziehen. Und nochmal heilen. Das war's. Wir können uns nicht mehr heilen. Das heißt, jetzt oder nie alles geben. Nochmal volle Möhre drauf hier. Ja klar, wir können noch den Proviant verwenden. Aber ich hoffe, das ist gar nicht mehr nötig. Okay, ist vielleicht doch noch nötig. Nicht noch hier ein Risiko eingehen. Zur Sicherheit. Und jetzt geben wir ihm den Rest. Attacke, Totoro! Zeig ihm, wer der Chef ist. So ist richtig. Das war's. Wir haben es geschafft. Unglaublich, aber wahr. Damit haben wir unsere Stärke bewiesen. Aber der Kampf hat ziemlich lange gedauert. Hey, Domte, Junge. Wir sind da. Das sei sehr erschreckend. Junge, das war knapp. Ich bin froh, dass hier nichts passiert ist, aber du hättest wirklich nicht alleine herkommen sollen. Allerdings, hat dir deine Mutti nicht verboten, hier rumzuspazieren? Es tut mir sehr, sehr leid. Bitte nicht schimpfen. Du bist jetzt in Sicherheit. Das ist die Hauptsache. Gehen wir zurück nach Julheim. Alle machen sich große Sorgen um dich. Ja, so sieht's nämlich aus. Also Kinder, hört immer schön auf eure Eltern. Oh, vielen, vielen Dank. Du hast meinen Sohn heil zurückgebracht, ja? Oh, ich kann gar nicht gebührend danken. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind einfach nur froh, dass es ihm gut geht. Ja, und wenigstens weiß er jetzt, dass man auf seine Mutti hören sollte, wenn sie einem was verbietet. Nicht wahr, Kleiner? Ja, ich werde zuhören, ja. Entschuldigung, Mutter. Du wirst mir nicht wieder Sorgen machen, ja? Oh, ich habe vergessen. Es sei nichts Großes, aber ich müsste euch belohnen, ja. Ah, oh, eine Tapferkeitsmedaille und 2000 Gulden. Und damit haben wir wieder eine Karte voll. Das ist schön. Jetzt will ich nochmal den Typen fragen. Und dann suchen wir nochmal schnell nach dem Tagebuch. Machte ich auf einer glitzernden Waldwiese, auf irgendwo westlich von hier. Auf einer glitzernden Waldwiese. Das ist natürlich irgendwie nicht so die größte Beschreibung ever. Aber wir werden diese glitzernde Wiese schon finden. Westlich müsste doch... Also ich will mich jetzt hier nicht blamieren, aber ich muss doch jetzt schnell nachgucken. Also Westen ist doch links, oder? Oder bin ich jetzt falsch da? Das wäre natürlich peinlich. Aber wie gesagt, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht merken. Ja, ja, Westen ist links. Also müsste das ja irgendwo in dieser Richtung sein. Auf einer glitzernden Wiese. Sieht hier was glitzern? Also natürlich die Frage, wie westlich? Also müsste schon auf dieser Insel sein, nehme ich an. Ha, glitzernde Wiese? Ich sehe keine glitzernde Wiese. Seht ihr eine glitzernde Wiese? Ist doch doofe Beschreibung, ey. Hättest du besser beschreiben können, eine glitzernde Wiese. Kannst mich mal mit einer glitzernden Wiese, ey. Vor allem, was ist hier eine verdammte Wiese? Und hier glitzert nichts. Da glitzern nur diese Schneeflocken. Das wird ja wohl nicht hier sein, oder? Wo war es nochmal hier? Das da oben. Das, nee, das kann doch nicht sein. Das ist ja keine Wiese. Nee. Müssen wir mal gucken. Wir laufen einfach ein bisschen rum. Vielleicht finden wir es.
Was ist die glitzernde Wiese? Das hier ist ja keine Wiese. Das wird ja wohl kaum gemeint haben. Nee. Eine glitzernde Wiese. Kommt schon, Leute, helft mir. Was ist denn hier eine glitzernde Wiese? Da sehe ich keine Wiese und vor allem keine, die glitzert. Ich sehe Sachen, die glitzern, ja, aber keine Wiese. Oder seht ihr das? Ah, hier glitzert's. Ah, guck mal. Hier glitzert's. Okay. Da glitzert's aber ziemlich viel, Kumpel. Und jetzt müssen wir zuerst diese blöden Fischbiester besiegen. Mensch, das nervt natürlich auch. Aber wenn sie nicht allzu stark sind, können wir sie besiegen. Ja, sie haben doch schon was drauf, muss man sagen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Oh, ich muss mich zurückziehen und heilen. Die haben mir gerade ordentlich zugesetzt. Nein, ich habe keine Magie mehr. Au! Au! Hört doch auf! Das ist ein Blödsinn. Die blöden Fischbiester, ihr seid ja stärker, als ich gedacht habe. Ihr steckt zwar nicht viel ein, aber ihr teilt ordentlich aus. Und zwar mehr als ordentlich. Oh, danke, aber jetzt hätte Esther sich selbst heilen sollen. Nein, Esther, nicht sterben, nicht sterben. Ich gebe dir gleich ein Sandwich. So, hier. Jetzt den letzten Fischspießer. Komm, den schaffen wir auch noch. Das müssten wir doch schaffen. Einfach angreifen, Leute. Greift an. Schön. Du sagst es, Esther, du sagst es. Und nur alles für ein blödes Tagebuch. Mal sehen, also hier glitzert es ja eigentlich so ein bisschen. Aber das ist nicht unbedingt eine Wiese, oder? Nein, lass mich. Lass mich. Du sollst mich lassen. Ich suche hier nur ein Tagebuch. Da glitzert es doch überall. Leck mich, das ist blöd. Ist das hier eine Wiese? Ist doch keine Wiese. Aber was soll denn hier? Wie soll man eine Wiese unter eine Schneedecke finden? Hier, das ist doch so eine Art Wiese, oder? Ach, das gibt's doch nicht. Wisst ihr was? Ich beende diese Folge hier. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich suche das Tagebuch schnell offscreen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der guten Hauptquest. Also, bis dahin. Bye, bye. Ciao.